So, wir sind im Pausemodus und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords and Villains, das letzte Video der Reihe. Ich werde hier mal kurz starten, dass hier ein bisschen was passiert. Und ein kleines Fazit wird es heute geben. Wir schauen uns aber unser kleines Dorf nochmal an, unser Städtchen inzwischen, würde ich sagen. Dorf ist es schon nicht mehr. Ja, gucken wir mal, was wir alles geschafft haben. Keine Zugänge, da muss man immer schauen, dass man keinen eingebaut haben, denn die bauen sich manchmal gerne ein. Die haben keine Zugänge zu irgendwas. Boah, ist nicht so wichtig. Machen wir weg. Karawane ist eingetroffen. Alles klar. So, ich habe versucht, ja, hier so weit wie möglich zu kommen. Vor allem ging es ja in den letzten Folgen um den Klerus. Der ist hier hinten. Der Klerus erhält Geld durch Steuern und wahrscheinlich später, also wahrscheinlich viel später, weil dazu bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, durch Adelige. Genau, hier der Adel. Da ist immer das Familienverhältnis, wird täglich auf Basis der durchschnittlichen Laune der Familienmitglieder aktualisiert, kann durch Beschlagnahmen verschlechtert werden und durch Spenden von Ressourcen verbessert werden. Ja, das ist ganz toll. Bin ich, wie gesagt, nicht dazu gekommen. Ich kann den Ressourcen schicken, den kriege ich wohl ein bisschen Gold. Ich habe aber allerdings jetzt auch nichts, was ich den schicken könnte. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich zu denen komme. Sei es drum. Wir schauen uns mal an, wie viel oder Dorfbewohner wir haben. Wir haben hier zwei Familien, die Landwirtschaft können. Ja, die besitzen nur die Gaststätte. Das ist ganz cool. Und wir haben eigentlich alles, was es gibt. Handwerker haben wir vier. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr gibt. Können wir gleich schauen. Wir schauen mal, ob es noch mehr Handwerker gibt. Das wären hier die Zonen. Da kann man nämlich hier unter Handwerker schauen. 1, 2, 3, 4. Und den Münzenmacher, glaube ich, fehlen uns noch. Klerus ist, ja, ein komisches System. Das heißt komisch, eigentlich ganz cool. Wir können dem Klerus die Dinger hier aufbauen. Das muss er selbst bezahlen, wird durch Spenden oder eben durch Geld von unseren Untertanen finanziert. Und sobald die Novizen, die werden erst zu Novizen, so wie er hier, sobald hier Lesen, Schreiben und Spiritualität auf 100% ist, kann man ihn einsetzen zur Bienenzucht, Apothekergarten, was auch immer, Schreibwerkstatt und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir hier die verschiedenen, ja, Berufe für unsere Untertanen, die da bei uns reinkommen und wichtige Dinge für uns. Also Stallungen habe ich nicht gebaut, Kasernen, das kommt wahrscheinlich alles viel später. Und damit gleich zum ersten Problempunkt. Es dauert extrem lange, bis hier irgendwas passiert. Es ist im Prinzip, gefällt mir das. Es ist für mich sehr relaxed, solche Spielchen zu spielen, da ich auch nicht allzu viel Zeit habe und mich auch nicht ständig beschäftigen möchte mit, oh je, jetzt geht wieder alles krachen, ich muss irgendwie gucken, dass ich überlebe. Ist das ganz okay? Das Problem an der Geschichte ist, man wird auch nicht an die Hand genommen, das ist auch okay. Man weiß einfach manchmal gar nicht, wie ich jetzt zu irgendwas komme. Die Anleitungen sind eigentlich ganz nett gemacht, helfen aber leider nicht immer. Was ich an dem Spiel eigentlich, also mich hat das ja sehr gehuckt. Ich habe das Spiel sehr lange gespielt, habe es auch im Off sehr lange gespielt und habe auch andere Sachen probiert, also auch ohne Schreiner. War das? Nee, Schreiner, doch. Schreiner, glaube ich, ja. Schreiner, weil für manche Dinge braucht man hier jetzt Schreiner. Habe das sehr lange gespielt, habe ein paar Dinge ausprobiert, aber ich bin zu dem Fazit gekommen, erstens dauert extrem lange und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist einfach, ich habe keinen Überblick über die Ressourcen, also keinen richtigen Überblick. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal angenommen, hier, glaube ich, sind die Metzger drin, wir schauen uns das mal an, hier ist die Familie Achard, das sind die Metzger. Die Metzger weiß ich, okay. Das sind Sachen, die sie benötigen. Dann kann ich noch die Prioritäten anpassen. Auch wie viel die mir davon abgeben müssen. Dann kann ich auch ihr Lager einsehen. Jo, da habe ich schon ein Problem, weil das hilft mir gar nicht so wahnsinnig viel. Weil da kann ich halt sagen, was sie einlagern sollen, was nicht.
Dann kann ich einstellen, was sie kochen sollen. Baumenü, Angebot und Nachfrage sehe ich dort. Jetzt müsste ich in jeden einzelnen reingehen und schauen, okay, was bieten die gerade an? Die haben jetzt hier zum Beispiel wahnsinnig viel Fleisch. Der möchte kaufen Tierkadaver und Werkzeug. Ich weiß gar nicht, wer Werkzeug herstellt, ehrlich gesagt. Das müsste der Schmied sein. Und ja, da komme ich schon zum Problem. Was brauchen die? Wie viel kostet die das? Wie viel kosten die zum Beispiel Werkzeuge? Wie viel kriegen die für eine Wurst? Können wir gleich mal ablehnen. Wie viel kriegen die für eine Wurst? Wie viel kriegen die für Fleisch, wenn sie das verkaufen? Das sehe ich alles nicht. Das sehe ich hier zwar auf dem Markt. Also ich kann die Marktpreise checken. Die sind dann hier unten. Geht's ja schon los. Hier Marktpreisliste. Dann sehe ich zum Beispiel, könnte ich jetzt schauen. Werkzeug. Jetzt suche ich erstmal das Werkzeug. Getränke, Material, Ausrüstung vielleicht. Was könnte das sein? Da unten. Da haben wir Werkzeug. Das kostet jetzt 5 Silber und 50 Kupfer zum Beispiel. Es hat sich nichts geändert. Keine Änderung zum Vortag. Und hier haben wir auch keine Änderung. Also es ist eigentlich vom Preis her ziemlich gleich. So, 5 Silber. Jetzt schaue ich mal bei Essen. Und schauen wir jetzt zum Beispiel die Wurst an. Was kostet so eine Wurst? Ja, so eine Wurst kriegt da 10 Kupfer. Wow. Schaue ich noch, was er für Fleisch kriegt. Wahrscheinlich deutlich weniger. Nö, kriegt er sogar mehr für Fleisch. Also er kriegt mehr für Fleisch als für Wurst. Das ist schon mal creepy, denn Fleisch muss er eigentlich nichts mehr machen. Eine Wurst schon, aber okay, wie dem auch sei. Er kriegt 15 Kupfer und 10 für eine Wurst. Jetzt weiß ich auch nicht, kann ich jetzt gerade nicht ersehen, wie viel kriegt der denn aus so einem Kadaver raus? Ja, wenn ich jetzt hier mal Priorität, das heißt, er soll hier 2 Würste herstellen und ein Fleisch. Ja, der produziert ja täglich 87 Fleisch und macht deutlich weniger Wurst, warum auch immer. Kann ich nicht mal sagen, warum. Keine Ahnung, braucht er dafür was? Was braucht er dafür? Den Tisch halt. Ja? Wahrscheinlich, der Tisch ist eigentlich nur zum Schlachten da. Hier wird Fleischerhaken, okay, da wird das Fleisch getrocknet. Wo er jetzt genau Würste produziert, kann ich hier jetzt nicht sehen. Wahrscheinlich auch an diesem Tisch. Deswegen dauert das vielleicht so lange. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wie viel kann ich denn damit durchfüttern? Da sehen wir jetzt Tabellen. Diagramme sehe ich, Tabellen. Also ich könnte jetzt, egal wie, könnte jetzt auch jährlich schauen. Tabelle und dann schaue ich zum Beispiel produzierte Menge. Da sehe ich, was die so produzieren. 14.02, weiß aber gar nicht, okay, wie viel wird denn jetzt, also produzierte verbrauchte Menge. So, Eicheln werden gar nicht verbraucht, Äpfel werden viel mehr verbraucht. Gerste, ja, geht so. Blaubeeren, ja, hält sich auch die Waage. Karotten, also wir bräuchten viel mehr Karotten. Wir bräuchten viel mehr Fische, komischerweise, was ich auch gerade ein bisschen seltsam finde. Getreide braucht man nicht so viel. Okay. Und dann hätten wir das Wurst zum Beispiel. Also ich müsste noch mehr Wurst produzieren. Und sonst hätten wir hier tatsächlich nichts. Okay. So könnte ich das kontrollieren. So könnte ich durch die Buchführung könnte ich jetzt sehen, okay, durch die Buchführung kann ich gar nicht viel sehen. Ich weiß aber allerdings nicht, zum Beispiel, wenn jetzt die zum Beispiel arm werden. Also mir ist in vielen Spielen passiert, dass die arm werden. Und kein Geld mehr haben, das sehe ich ja denn hier im Buchführungsbericht, glaube ich. Jetzt muss ich gerade mal schauen, nicht, dass ich was Blödes erzähle. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Klerus oder hier die Familie Rook nehme und schaue, was die so haben, was die haben wollen. Die wollen Kochzutaten kaufen, die wollen bauen. Ich sehe jetzt aber nicht, was kriegen die denn an Geld? Also wie viel verkaufen die, wenn die das verkaufen? Wie viel Geld bekommen die? Und warum werden die arm? Vor allem, was kaufen die, dass sie arm werden? Das ist die große Frage. Beim Klerus ist es natürlich noch viel schlimmer, denn der Klerus muss die ganze Zeit unterstützt werden von mir.
Was ich ja prinzipiell ganz okay finde in einem Spiel. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Familie Rook, die hat 7 Gold. Ich weiß aber nicht, wie sich das alles zusammensetzt. Also die wollen jetzt Äpfel kaufen, die wollen Kohl haben, die wollen Mais haben, die wollen Getreide verkaufen, die wollen Melonen haben. Also es ist eine sehr, wenn ich jetzt hier wirklich schauen will, okay, was brauchen meine Leute noch? Muss ich hier wahrscheinlich das ganze Ding hier voll bauen, weil das ist jetzt eine echt große Karte und es ja stockt schon immer wieder. Das ist auch so ein Ding, das ist leider performance-technisch nicht so ganz ausgereift. Und dann kommen hier diese ganzen schönen Dinger hier oben noch dazu, wo ich dann nicht weiß, okay, die Grippe ist klar, Krankheiten, Dorfbewohner verhungern, also die verhungern eigentlich ständig in dem Spiel, weil sie entweder kein Geld haben, also wieso verhungert, das ist eine große Frage, wieso verhungern Familien, die selber Essen anbauen? Das funktioniert ja eigentlich schon gar nicht. Die essen dann zu wenig für sich. Oder hier die Familie, die verhungern jetzt auch. Jetzt schauen wir uns die mal an. Die sind die Familie Green. Das ist der Schmied. Und der Schmied hat ja sozusagen ein Problem, weil der Schmied, schauen wir mal da rein, was die so produzieren. Der Schmied produziert Stahlplatten, Speere, Werkzeuge und so weiter. Werkzeuge könnt ihr zum Beispiel verkaufen. Dadurch würde er Geld erhalten. Es gibt ein paar. Also ich würde mir gern wünschen zu sehen, wer braucht denn jetzt alles? Jetzt ist es schon wieder weg. Jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr, weil keine Ahnung warum. Weil ich irgendwie rausgesprungen bin. Doch, hier oben. Angebot, Nachfrage. Wer braucht denn jetzt Werkzeug? Ja, die haben jetzt hier, möchte Folgendes verkaufen. Das heißt, die haben Werkzeuge ohne. Und er möchte Werkzeuge kaufen. Also warum kauft der Schmied Werkzeuge, wenn er sie selber herstellt? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und woher will er die kaufen? Das heißt, er muss sie von der Karawane kaufen. Da sind sie wahrscheinlich teurer. Und dann muss er andere Dinge dafür produzieren und verkaufen. Und an wen soll er denn Helme, Kriegshammer, Plattenrüstung, Stahlschild, an wen soll er das verkaufen? Richtig schwieriges Thema. Dann haben wir hier die Übersicht, wo wir eben wieder sehen, da sehen wir dann auf einmal wieder alle Familien und ich habe keine Ahnung, was ich mit der Übersicht anfangen soll. Das Quartiere, ja okay, da steht keine Kirchenschenkung, okay, die haben das nicht geschenkt bekommen, warum auch, das ist die Kirche selber. Die haben das eigentlich, Kirchenschenkung, Marktplatz auch nicht, das ist alles unsere Sachen. Die Gaststätte zahlt Pacht und die Gaststätte zahlt auch Steuern an den Klerus. So, die machen hier Frontdienst für den Klerus, was nicht richtig ist. Denn die betreiben hier ein Ackerland. Das ist Rook. Genau, das gehört denen, aber die zahlen, also die machen keinen Frontdienst für den Klerus. Da müsste ich jetzt gerade mal schauen. Alles ein bisschen verwirrend, die Statistiken und ja, nicht wirklich ersichtlich für mich. Also entweder muss ich mich da deutlich mehr reinackern, aber dazu ist das Spiel einfach zu unausgewogen. Also man hat zwar hier wunderschöne Dorfbewohner öffnen, dann haben wir hier alle Dorfbewohner, wir haben hier alle Handwerker, die wir haben, wir haben hier den gesamten Adel, wir haben hier den Klerus, die sich Stück für Stück hier aufbauen und wenn sie halt sterben, dann kehrt sich das alles wieder um. Dann haben wir hier Domänenmitglieder, das sind wir und unsere Familie, der Hohe Rat, die Arbeiter, Köche, Stalldiener, Häftlinge. Ja. Und jetzt möchte ich zum Beispiel, okay, wenn wir zu wenig Essen haben, jetzt kocht für uns zum Beispiel, kocht jetzt eine Person hier in der Küche. So, jetzt würde ich gerne wissen, okay, Wie viel produzieren wir denn? Nichts. Okay, generiertes Angebot? Auch nichts. Menge bezahlt? Auch nichts. Also verkaufte Menge, gekaufte Menge? Auch nichts. Also ich habe nichts gekauft. Okay, ich habe auch nichts produziert. Also das kann ja nicht sein. Irgendwie muss ich ja Essen herstellen. Menge auf Lager. Ich habe Sachen auf Lager. Dafür habe ich nichts gezahlt, klar.
weil ich das bekomme. Aber anscheinend kocht da niemand. Anscheinend kocht da niemand. Und jährlich? Habe ich jährlich? Da kann ich gar nicht. Achso, hat schon mal einen Tag rum. Generiert das Angebot nichts. Also kocht da jetzt jemand? Kocht da niemand? Sehr seltsam. Sehr seltsam. Wir können es ja mal bei einer Familie anschauen. Zum Beispiel bei den Bognern. Lager verwalten. Schauen wir mal hier rein und schauen, okay, was haben die denn produziert? Auch nichts. Das gibt's auch nicht. Tiere. Allgemein. Der Bevölkerung. Super. Also ich habe keine Ahnung, was ich mit den Statistiken anfangen soll. So, Bogner zum Beispiel. Jetzt schauen wir hier mal rein. Das ist jetzt die Werkstatt von der Bogner-Familie. Die haben produziert 2 Bögen. Haben dafür verbraucht 4 und 2, also 4 Holz, 2 Garn. Haben verkauft 2 Bögen. Haben gekauft Kosten für den Einkauf? Anscheinend nichts. Anscheinend haben sie nichts dafür ausgegeben. Das stimmt ja auch schon nicht. Oder sie haben das Geschenk bekommen von mir. Das ist auch möglich. Dann schauen wir uns nochmal eine andere Familie an. Und schauen hier nochmal rein. Also sehr schwer zu durchschauen. Da müsste denn zumindest stehen, haben sie von mir bekommen. Dann wüsste ich das wenigstens. Produzierte Ressourcen haben wir nichts. Generiertes Angebot. Die haben auch keine Tiere. Die haben allgemein, okay. Allgemein Bevölkerung, Anzahl der Familien. Das sind 24 in der gesamten Siedlung. Das ist auch die gesamte Siedlung. Okay. Tiere, Ressourcen. Okay, die Schreinerei. Was haben die denn? Die haben Basisreparatur-Kits. Dafür haben sie das verbraucht. Okay. Kosten beim Einkauf auch nichts. Ich verstehe das nicht. Verstehe das gerade nicht. Also die nehmen nichts ein. Jährlich. Vielleicht hilft das produzierte Menge. Oder hier verbrauchte Menge. Gehalt erhalten. Nee. Nichts. Okay, generierte Nachfrage. Nichts. Marktpreis. Einnahmen. Nicht. Okay, ich nehme jetzt nur mal die produzierte Menge. Und die produzierte Menge ist Basisreparaturkits. So. Summe 130,50. Dann Einnahmen aus Verkäufen. Kosten für den Einkauf. Also das heißt für mich, wie viel kostet das, um das einzukaufen? Oder halt, ja, jetzt ist irgendjemand gestorben. Jetzt ist wieder jemand verhungert. So. Menge bezahlt 2. Was soll das bedeuten? Verstehe ich nicht. Kosten bei Einkauf? Keine Ahnung. Und das ist halt ein Problem. Also ich weiß nicht, lohnt sich das überhaupt für die? Ich weiß zum Beispiel, dass bei... Da steht jetzt mal ausnahmsweise was. Da haben sie wohl was gekauft. Die Gläser. Gläserei. Für den Haushalt oder für was? Also gesamte Gläserei, alle Zonen. Da muss ich alle Zonen angeben, weil die in einer anderen Zone einkaufen oder was? Ach du Schande. Na gut, dann gehen wir nochmal zu denen hier. So, jetzt nehmen wir die Schneiderwerkstatt. Kosten beim Einkauf, alle Zonen. Und da sehe ich es denn, wenn ich alle Zonen angebe. Oh je, okay.
Wenn ich alle Zonen angebe, sehe ich, die haben produziert. So den Kosten für einen Einkauf. Verbrauchte Menge. Okay, da sehe ich es nicht. Wenn ich alle Zonen angebe, dann sehe ich zum Beispiel, dass die verbraucht haben 38 Äpfel, Fleisch, Brennholz, Garn, 44 Silber täglich. Okay. Also ihr seht, schwer rauszufinden, was produziert wird, wer wie viel produziert, wer wie viel braucht. Da muss man sich sehr tief eingraben. Und das ist leider, ja, leider denn nicht so schön. Was dazu kommt ist, ich habe das Ganze mal angefangen, ohne Schreiner und Baumeister, dass ich eben solche Dinge hier schneller bauen kann. Und das war eine Vollkatastrophe, weil dir fehlen denn, also man, es fehlt denn auf einmal der Schreiner und auch der Dorfmeisterbauer. Und ich konnte nicht, es war nicht, ich wusste gar nicht, okay, also ich konnte alles bauen, also auch ohne Schreiner. Es war aber irgendwie auch nicht befriedigend, weil dann auf einmal auch Untertanen fehlen, die Dinge kaufen. Also Holz und so weiter und so fort. Das bedeutet im Gegenzug auch wieder, dass die anderen nicht so viel einnehmen. Und dann funktioniert das ganze System schon nicht. Also schwierig, schwierig, schwierig und dann fehlt einem absolut die Übersicht. Was ich allerdings, wie gesagt, gut finde, den Wuselfaktor finde ich wirklich nett. Ich finde auch, gut, das finde ich, die Gaststätte finde ich ein bisschen extremst übertrieben. Der Klerus ist sehr schwer zu handeln. Die königlichen Steuern sind erstmal soweit okay. Müsste ich jetzt, ich habe jetzt bisher nicht das Gefühl, dass das irgendwie mir was hilft, dass der mir irgendwie gewogen ist. Ich habe hier noch das Regimenten, die Regimente noch nicht aushöhlen müssen, ausheben müssen. Es ist an sich ja schwierig zu beschreiben. Wie gesagt, ich mag es total eigentlich. Ich würde es auch eigentlich gerne weiterspielen. Aber das ist mir dann doch irgendwie jetzt. Vielleicht fange ich nochmal eins an. Mal sehen. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen manchmal. Also es ist extrem schwierig nachzuvollziehen, vor allem, weil man keinen, ja, keine Komplettübersicht hat. Ne? Man hat hier das Schicken und man kann dann den Adel Dinge schicken, um ihm was zu schenken. Man kann den Untertanen was gewähren, man kann was beschlagnahmen, man kann handeln, man kann kaufen. Also das Spiel hat die Basis, ist richtig geil, aber auch diese Statistiken hier sind teilweise, ja, was die Siedlungsstatistik ist nett, brauche ich aber zum Beispiel gar nicht. Wenn ich jetzt hier schaue, der Klerus, alle Zonen, wenn ich jetzt nur Haushalt, da passiert dann erstmal gar nichts, da ändert sich hier nur was. Dann kann ich hier auf die Übersicht gehen, dann sehe ich hier gewisse Dinge, die aber, also da könnte jetzt genauso gut stehen, was die überhaupt abgeben. Das steht jetzt hier in der Gaststätte, steht zum Beispiel, die geben mir 10 Silber für das Anwesen. Die, da steht einfach nur Frontdienst, das ist auch okay. Die Haushalte, da sind immer die einzelnen Haushalte, wem es gehört. Also ich muss hier alles immer einzeln nachschauen, wenn ich was wissen möchte. Jetzt sind wir gerade wieder bei Rook. Jetzt sehen wir, was die kaufen möchten. Milch zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, warum die Milch wollen. Ein Liebestrank. Okay, ich habe auch keine Ahnung, was das alles soll. Dann gibt es hier eben dieses Bauen-Menü. Da kann man eben schauen. Versorgt von der Bauern in Auftrag gegeben. Architekten und Schreiner, für was die erforderlich sind. Die kann man, wie gesagt, weglassen. Muss man nicht unbedingt haben. So. Im Gesamtpaket würde ich sagen, ich würde es nicht empfehlen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr viel zusätzlich kommen. Es wird wahrscheinlich auch nicht deutlich verbessert werden, das Spiel. Von dem her schade. Ich hätte es gerne weitergespielt. Ich würde es auch gerne nochmal spielen, vielleicht mit anderen Einstellungen oder
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall macht es an der Stelle keinen Sinn, hier weiterzuspielen. Das ist mir dann einfach deutlich zu unübersichtlich. Oder ich werde einfach spielen und euch dann immer mitnehmen, wenn irgendwas Schönes passiert oder wenn überhaupt irgendwas passiert. Denn wie gesagt, es ist langatmig. Auch das Bauen ist sehr langatmig. Kann man alles verkürzen in den Optionen. Ist aber eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Ich möchte eigentlich ein Spiel spielen, so wie es gedacht ist. Genau. Und das wäre eigentlich so im Ganzen mein Fazit oder meine Anmerkung dazu. Auch diese Lager, ja, sind so ein bisschen nicht unübersichtlich, aber wir haben hier einen Speicher. Alles schön. Den könnten sie auch gleich die Statistiken hier reinpacken und sagen, was liegt da überhaupt alles drin. Das steht jetzt hier an meiner Seite. Das ist auch ganz schön, ganz nett. Ich kann hier das Lager verwalten, kann hier wirklich sagen, was ich nicht einlagern möchte und so weiter und so fort. Ja, ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich weiß nicht genau, was für was da ist. Was das Rathaus mir jetzt wirklich bringt, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas besonders krasse Auswirkungen hat. Und wie gesagt, die Statistiken finde ich sehr durcheinander. Wenn sie das schöner gemacht hätten, wäre das ein Spitzenspiel geworden. Manche Berufe sind einfach nicht ausgearbeitet. Manche Berufe, so wie zum Beispiel die Jäger, die brauchen eigentlich gar nichts, komischerweise. Natürlich brauchen sie Bögen. Aber ansonsten schwierig. Also eine Statistik, wie viel verbraucht wird an Essen, wie viel wir benötigen an Essen, wäre schön gewesen. Die Gaststätte ist deutlich zu groß, muss immer deutlich zu groß sein. Und wie gesagt, die Performance leidet ein wenig an dem Spiel. Nun gut, vielleicht finde ich nochmal Zeit, Lust, neues Lords and Villains anzufangen. Wie gesagt, mich hat es eigentlich gehuckt. Ich war ein bisschen süchtig danach, habe im Off viel gespielt. Hab ein paar Sachen wieder dazugelernt. Der Klerus ist nett. Würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Am Ende brauche ich aber einen Friedhof. Und von dem her brauche ich den Klerus wieder. Und bis die Novizen dann endlich dazu gekommen sind, einen Job zu machen, dauert es sehr, sehr lange. Den Adel habe ich noch gar nicht in meinem Städtchen. Und die Karte wird jetzt schon ja, ganz schön knapp, würde ich sagen. Gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn wir es nochmal versuchen sollten, vielleicht mit anderen Einstellungen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spielen wieder. Vielen Dank und tschüss.